Arbeiten und wohnen und erholen, das ist Bexbach. Stadt Bexbach, die wie jede andere Stadt ihre Probleme, aber noch mehr gute Seiten hat, wo Felder und Wälder fast noch größer als das Defizit des Stadtgämmerers sind, wohne ich mit meiner Familie als Soldat und Neubürger. Neben gastfreundlichen Menschen, Kollegen, Freunden und Altbürgern. Unsere Kaserne fügt sich ebenso fest in das Stadtbild ein, wie Bevölkerung und Soldaten zusammen eins sind, nämlich Bexbach. Während man hier gut wohnen kann, liegt es mit den Arbeitsplätzen zum Leidwesen der Stadtväter sehr im Argen. Ehemals vorwiegend Bergarbeiter, wurden diese nach der Grubenstilllegung am schlimmsten betroffen. Trotz einer Schokoladenfabrik hat auch Bexbach nicht nur Schokoladenseiten. Wir haben Groß- und Kleinindustrie, aber leider viel zu wenig. Sehr viele Bexbacher Mitbürger sind Pendler. Viele arbeiten in den Vororten Homburg und Neunkirchen. Sehr stolz ist man auf den Bexbacher Blumengarten. Und wenn 100.000 Tulpen blühen, zeigt man die Südwest-Campingschau, die von nah und fern viele Aussteller und Zuschauer anzieht. Während, wie im Hintergrund zu sehen, die Stadtkernsanierung schon begonnen hat, üben die rührigen Parteien den Gemeinschaftschor ein, wer soll das bezahlen? Und dann das Problem mit dem Verkehrsproblem, es ist nicht zu umgehen. Drum, ihr Stadtväter, macht es umgehend richtig mit der richtigen Umgehungsstraße. Was das Wohnen in Bexbach so angenehm macht, mit dem Einkauf gibt es keine Probleme, ob auf dem Wochenmarkt oder in den vielfältigen Einzelhandelsgeschäften, es findet jeder was. Darüber hinaus sind die Verkehrsverbindungen so günstig, dass man sich beim Vergleichen schnell für einen Einkauf in Bexbach entscheiden kann.
damit Mutti ungestört einkaufen kann, hat fast jeder Stadtteil einen oder mehrere gut geführte Kindergärten. Gerade beim Zuzug wird sich ein Neubürger fragen, wie sind die schulischen Möglichkeiten für unsere Kinder? Nun, sie sind mehr als gut. Heute haben unsere Kinder mehr Möglichkeiten, schlau zu werden, als das noch die alten Bürger hatten. Was den Kleinen recht ist, ist den Großen nicht ganz so billig. Aber wir sind sehr stolz auf unsere schöne neue Schwimmhalle. Und da wir Ihnen nicht zeigen konnten, wie hier der Bürgermeister und sein Stadtrat baden geht, der Rat ist seit dem Neujahrsempfang kamerascheu, haben wir ein anmutiges Wasserballett eingeladen. Nach jahrelangem Saal- und Hallennotstand ist heute fast ein Maximum an Entfaltung für die sehr zahlreichen kultur- und sporttreibenden Vereine möglich. Und obwohl die Stadt nicht unterstützen kann, zeigen die kulturellen Vereine ein sehr hohes Niveau und bringen Sportvereine viele Meister im Leistungssport hervor. Sie vergessen dennoch nicht die Breitenarbeit. Leider kann nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der großen Skala gezeigt werden. Aber alle hätten es verdient. Ob allein oder in Gesellschaft, wandern und erholen, das kann man in den großen Wäldern und Fluren von Bexbach. Für das leibliche Wohl ist überall gesorgt. Und für den Feierabend? Nun, es gibt viele solch urgemütliche Lokale, wie hier die traditionsreiche Gallerie. Rum. Und rum. Und rum. Reich. Hat Neis. Hat noch Spritzke. Sieben, Hanni. Und rum. Hat die Haube Eis. Eis ist auf. So wie hier pflegt man überall in Bexbach die Geselligkeit. Und gerade die gemeinsamen Interessen haben nach der Gebietsreform alte Grenzen zwischen den Stadtteilen abgebaut. Ob Mittel-, Ober-, Niederbexbach, Kleinottweiler, Frankenholz oder Höchen, wir fühlen uns alle wohl in unserem Bexbach. Als ersten Satz im Bexbacher Blatt sage ich als Neubürger in Betschbach, da bin ich daheim.